Tessin, Kultur einer Küche. Kulinarisches Ereignis, die Wiederentdeckung der Kastanie. Es gibt sie noch, die wahrhaftigen Tessiner Wurstwaren. Der authentische Bäcker-Konditor, Alltagsbrot und Festgebäck. Im Kanton Tessin hat sich die alpin-lombardische Küche in manchen Gerichten bis heute sehr reich erhalten. Denn die Beziehung zu den Produkten der Landwirtschaft ist hier intensiver als in den benachbarten italienischen Gebieten. Auch wenn das Tessin heute eine große Agglomeration ist, die Erinnerung an die Dorfheimat der Großeltern und damit an die traditionelle Tessiner Küche haben sich viele, auch junge Tessiner, bewahrt. Sie kehren auch immer wieder in die Wirklichkeit der Bergdörfer zurück. Dann etwa, wenn sie ihre Ferien im Elternhaus in den Tälern verbringen. Es lässt sich vermuten, dass die Küche bei den meisten Tessinern mehr Identität stiftet als der Dialekt, der, wie die Statistiken zeigen, in den letzten Jahren als Umgangs- und Familiensprache zurückgegangen ist. Kultur einer Küche. Das heißt fürs Tessin Polenta, Risotto, Mortadella, Formaggini, Alpkäse und vieles mehr. Zum Beispiel die Kastanie. Die Köchin und Kochberaterin Merit Bisecker interpretiert Tessiner Naturprodukte wie die Kastanien im Sinne einer ebenso traditionsbewussten wie innovativen Küche. Ich bereite jetzt die Gemüse vor für das Ragout, das Kastanienragout. Da habe ich die Kastanien gebraten. Die Dörrkastanien, die eingeweicht waren, und dann habe ich